Hallo da draußen, vor dem Bildschirm, ich bin's wieder, Ralf, a.k.a. Ralfinger LP. Wie komme ich zu dem Namen? Ich weiß es nicht. Ich habe mich dazu entschieden, als ich mich angemeldet habe. Fand's irgendwie lustig, haha, wir haben alle gelacht. Super. So, wir sind bei Level 3 von 4. Ihr seht selbst oben links, wir haben... Wow. Entschuldigt, ich habe immer vergessen, man muss ja jedes Mal, aber wirklich jedes Mal hier Lautstärke wieder zurückregeln. Musik gibt's irgendwie... Diese Umgebungsgeräusche sind auch so richtig kacke, oder? Mit dem Müll rumgetragen. Ja, hat schon ein bisschen so Flair, aber... Guck mal, man hört auch Sirene, aber nirgendwo ist eine Polizei und so weiter und so weiter. Aber Hauptsache hier Hupen im Hintergrund. Das Witzige ist auch, Hupen gehört auch zum Hintergrundgeräusch. Hat also nichts mit dem Spielsound zu tun. Ja, dann nochmal ein herzliches Dankeschön an meinen Vermieter. Der hat mir ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Und zwar war das ein funkferngesteuerter Hubschrauber, so ein kleiner. Von Rebel, wenn ihr die kennt. Also so eine Modellbaufirma. Und ich habe festgestellt, dass ich doch noch ein echt großes Spielkind bin. Ich bin damit, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde durch meine Wohnung geflogen. Macht irrsinnigen Spaß. Und ich habe auch festgestellt, dass in so mancher Ecke doch recht viel Staub in meiner Wohnung liegt. Oh nein, die werden mich rammen. Oder die werden mich rammen, die werden mich rammen, die werden mich doch nicht rammen. Aha, und ich will doch noch. Dafür ramme ich natürlich hier dieses 2-1 und. Ah. Oh, leck. Ich habe ein neues Auto. Das wollten wir doch haben, ein neues Auto. Ich habe es geschafft. Sie haben ein neues Auto bekommen. Sieht aber irgendwie... Im Ernst. Schaut mal, seht ihr den Heckspoiler da von der Karre? Seht ihr den? Und oben rechts ist so ein Mercedes wieder. Wo ist denn... Das sieht doch absolut gar nicht so aus. Alter Schwede. Ist doch ein Lamborghini, oder? Ah, hier. Guck mal von der Seite. Ja. Die Reifen wackeln. Die Tür sieht auch irgendwie saukomisch aus. Ich fahre jetzt nicht wirklich mit dem Lamborghini durch die Gegend, oder? Und seht ihr das oben links? Ich bin Level 4 von 4. Alles grün. Boah, Alter, ist der laut. Okay. Ich sollte vielleicht... Mit dem neuen Auto muss man natürlich auch wieder die Soundeinstellung wieder komplett ändern, weil sonst ist es einfach zu laut. Ist ja klar. So ist es bei jedem Spiel. Hopp! Ich habe jetzt die Porno-Karre! Verpisst euch! Wo ist Nitro? Boah, auch die Schaltung. Warum ist es denn so laut alles hier? Wie bin ich denn sonst immer gefahren? So wahrscheinlich. So, ja, nee. Warum ist denn jetzt die Soundeffekte so laut? Ich check langsam mir gar nichts mehr. Das hasst dieses Spiel, ne? So, mal alles ein bisschen leiser. Warum ist denn mit dem neuen Auto alles so überlaut? Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Also irgendwie glaube ich, schwer. Boah, ich hab, schaut, seht ihr das oben? Ich bin Level 4 von 4. Obwohl, ich gerade Level 3 von 4 abgeschlossen habe, habe ich mit der neuen Karre jetzt Level 4 von 4 erreicht. Und warum ist die scheiß Schaltung so laut? Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Komm, ich muss jetzt unverwundbar sein mit der Karre hier, oder? Ich habe das Spiel so lange gespielt, das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht euer Ernst sein. Irgendwie bin ich doch sonst mit einer anderen Einstellung gefahren hier, oder? Was die? Ich weiß nicht. Ich fahre jetzt einfach mal so. Warum ist denn die Schaltung so laut? Und warum ist die Karre so langsam? Da geht ja nicht wirklich viel, oder? Da haben wir ein bisschen mehr erwartet. Ja, okay, Handling ist auf jeden Fall besser hier. Wenn man das von dem Spiel überhaupt, wenn man das überhaupt behaupten kann, dass hier irgendwas gut ist im Spiel. Ganz ehrlich, ich bin jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt, wenn ich die Mission hier zu Ende fahre. Wow. Ja gut, war nicht mehr hilfreich, ein Auto reinzufahren. Weil dann müsste ich eigentlich Level... Hä? Ich war doch gerade 3 von 4. Achso, und nach 3 von 4 kommt 4 von 4, aber ich dachte... Naja, bloß nicht denken bei dem Spiel. Bloß nicht versuchen, logisch zu denken. Das macht einfach keinen Sinn. Boah, und... Oh, komm, das hätte ich jetzt zu gerne geschafft, ey. Boah, diese Schaltung, warum ist das so laut? Man, ich habe den Sound dreimal umgestellt. Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht euer Ernst. So, jetzt sind wir mal gespannt, wenn wir den Typen jetzt tiefer... Was war das denn? Warum bin ich denn da rübergezogen auf einmal? Das war ich überhaupt nicht. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt nicht darüber gelenkt. Das war auch völliger Schwachsinn, warum ich darüber lenken soll. 3 Sterne und... Ey, im Ernst, das war's? Mehr ist nicht. Ich habe das Spiel in Anführungszeichen geschafft. Und warum ist dieser verdammte Sound so laut? Ich mache den jetzt aus. Tut mir leid, Leute, aber das geht mir sowas auf den Sack. Was überhaupt? Ein bisschen Hintergrundmusik, so ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Also. Jetzt habe ich zwar keinen Motorsound mehr, aber dieses Geschalte. Nein, nee, im Ernst, oder? Der ist immer noch da. Warum ist denn der Sound so laut? Ach komm, das ist doch zum Kotzen. Dieses Spiel ist doch einfach völliger Überschiss, oder? Ist es der Sound vielleicht? Ich weiß es doch selber nicht.
Ich weiß es doch selber nicht. Ist es wirklich so, dass ich den Sound vom Schalten nicht ändern kann? Scheint so, oder? Eine Alpha, die ist lustig. 3 Minuten. Ja, also Leute, ich habe jetzt hier das neue Auto und sorry, wenn die Schaltung so wahnsinnig laut ist. Kann ich nicht ändern. Ihr habt selbst gesehen. Kann ich nicht ändern. Das ist wieder mal so ein Feature von dem Spiel hier. Man kann einfach dann... geht nicht. Ich versuche jetzt einfach immer im selben Gang zu fahren. Das ist das Einzige, was ich euch anbieten kann. Ich muss versuchen, nicht zu schalten. Ich war jetzt echt ein Lambo-Taxi. Das fanden die Entwickler wahrscheinlich tierisch geil, so. Muss man echt sagen. Und ich hätte ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Es gibt da noch nicht mal ein Ende anscheinend. Ich meine, ich fahre jetzt die Mission hier eigentlich nur noch, um rauszufinden, ob hier sich noch irgendwas ändert oder irgendwas passiert. Aber so wie es ausschaut, fahre ich einfach nur 230 durch die Stadt als Taxi. 250. Ich wollte nicht mehr. Natürlich, fahren wir dann mal mit 250 gerade gegen die Wand und der Typ läuft dann vorbei, als wäre es nichts gewesen. Ist ja auch egal, ist ja nur ein Simulator. Kein Realisator, ja, muss man auch mal dazu sagen. Und sorry nochmal wegen den lauten Schaltgeräuschen, ey, das ist einfach dieses dreckige Spiel hier. Da kann ich nichts dran ändern. Und die Performance ist auch irgendwie manchmal zu wünschen übrig. Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen, so leid es mir tut, das war's dann mit dem Spiel. Wenn jetzt hier nichts mehr Weltbewegendes passiert, nachdem ich die Mission erfüllt habe, außer dass hier zwei Autos in mich reinfahren und ich wahrscheinlich hier wieder stecken bleibe, dann war's das, weil es gibt kein Level-Up mehr, ich kann kein neues Auto mehr bekommen. Ich habe jetzt diesen Killer-Lamborghini und Level oben links passiert nichts mehr. Das war's, meine Freunde. Ich muss euch leider enttäuschen, dieses Spiel wird zumindest mit dieser Aufnahme das letzte sein. Ich kann euch nochmal das Auto zeigen, das ich bekommen habe. Hier, das ist jetzt das Auto 4 von Level 4. Fazit zu diesem Spiel, die pure Katastrophe. Also schaut euch die Let's Plays an, ich bin jetzt bei Folge, was war es jetzt, 10 wird es jetzt sein, 9, ich weiß schon gar nicht mehr, 10 glaube ich. Und das Spiel ist vorbei. Also jede Folge 15 Minuten plus zweimal gecrashed, da waren es nur 10 Minuten Folgen. Plus überhaupt null Spielspaß, gar nichts. Also UIG GmbH, wenn ihr das seht, ihr habt also mit das beschissenste Spiel rausgebracht, was ich je gespielt habe. Plus meine Zuschauer sagen dasselbe. Sollte man sich eigentlich mal echt beschweren oder Geld zurückverlangen, weil es ist einfach der Wahnsinn. Das ist sowas Billiges. Es gibt sogar Flash Games, die sehen besser aus, ja, und die sind umsonst. Es ist einfach das Gesamtkonzept. Sagen wir mal Grafik. Grafik, wie ihr selbst seht, immer wieder das Gleiche. Es laufen immer dieselben Figuren rum. Da drüben, dieser Vollidiot, hat eine Brille auf. Ist immer wieder der Gleiche, nur andere Farben. Schaut euch mal die Wand an. Die Fenster da drüben. Guck mal, wie es wackelt, mein Auto. Ja, das steht noch nicht mal gerade, weil die Physik zum Kotzen ist. Schauen jetzt einfach mal hier rüber. Gucken wir uns mal so mal ein paar Details an. Was haben wir denn hier in der Wand stehen? Noken, K-Express. Aber ich muss sagen, das... Hallo, Auto? Okay. Hier sind zumindest so Text auf der Tür. Wobei die auch voll die Anti-Aliasing-Fehler hat, die Tür. Das sieht mal so aus, als wäre die abfotografiert worden und die hätten sie dann mal reintexturiert. Schön. Wo stehe ich denn jetzt? Wo hängt der schon wieder fest? Ey. Man checkt ja auch wirklich gar nichts. Also hier wieder Noken. Was haben wir denn hier noch so? Da steht hier Franchise Available. 1-800-663-421. Da sollten wir einfach mal anrufen und fragen, ob die wissen, dass die in dem Spiel sind. Please call. Okay, was das steht hier? Close. Please call. Was? Call again? Call again? Warum denn call? Warum soll ich denn da anrufen, wenn der Laden zu ist? Das Schöne ist, der Laden ist auch zu. Wie ihr seht, hier hat auch ein Closed-Schild. Jetzt gucken wir mal die Straße weiter runter. Vielleicht finden wir noch einen Laden, der zufälligerweise auch geschlossen hat. Weil New York ist ja keine beliebte Stadt. Seht ihr hier rechts? Oh, ist leider auch geschlossen, der Laden. So ein Mist. Und hier rechts, oh, schon wieder ein geschlossenes Schild. Schade aber auch. Und oh, schon wieder K-Express. Ist ja und dieselbe Tür, die genauso bedeckt ist. Dann fahren wir mal einen Block weiter. Und gucken mal, was dann hier so los ist. Hier ein paar schöne Wohnhäuser. Oh, hier sind wieder Läden und... Oh nein, ist schon wieder geschlossen. Ah, das nervt mich jetzt aber langsam wirklich. Und hier, ja, zum Glück ist hier noch so ein K-Express und hier wieder so ein Typ mit der Brille, der immer gleich aussieht. Und oh, schon wieder dieselbe Tür und schon wieder ein Nokenladen und schon wieder dasselbe Schild. Es ist einfach immer wieder das Gleiche. Es ist einfach immer wieder dieselbe Scheiße. Auch die Figuren hier, durch die ich einfach durchfahren kann. Ich fahre einfach durch. Immer wieder die gleichen. Laufen genauso. Ich meine, das ist New York hier übrigens. K-Express wieder, ja, mit denselben Schildern. Wie alles das Gleiche. Ein Block absolut identisch mit dem nächsten. Egal, wo du hinfährst. Genauso wie hier drüben. Oder die Autos. Oder diese Karambolagen, ja. Völliger Schwachsinn.
Hier drüben, ganz ehrlich, so ein Haus bastel ich euch in 3D in einer Stunde, wenn ich überhaupt so lange brauche. Und dann immer wieder dieselben. Das ist doch so ein Schwachsinn. Hier, überall dieselben Schilder, überall dieselben Texturen. Hier, oh, pass mal auf, der Typ mit der Brille. Ach wirklich, hat die Brille auf? Komisch, habe ich noch nie vorher gesehen. Ansonsten hier, Spielspaß gibt's überhaupt nicht. Null. Nicht vorhanden. Absolut nicht vorhanden. Totale Rip-Off. Hier rechts natürlich wieder closed alles, weil ist ja okay. Express, ja, ist leider zu. Überall in New York. Auch hier vorne seht ihr das Geflacker an der Textur. Unglaublich, zum Kotzen. Schrecklich programmiert. Wahnsinn. Finde ich grottenschlecht. Auch wenn du hier mal irgendwo dagegen fährst. Ich hab dir gesehen, oh, ich sprühe sogar Funken. Ich bin ja fast überrascht so hier. Ist ja fast ein Effekt. Aber ich glaube, das ist eher so von meinem Auto. Ich weiß auch nicht. Und wie gesagt, die Karre, die ich jetzt habe hier, dieser Lambo, ey, fragt mich bitte nicht, wem das eingefallen ist. Da wollten sie wahrscheinlich besonders cool sein, haben sich unser Lambo-Modell für 5 Dollar gekauft und ist da irgendwie implementiert in das Spiel. Ich finde es total schrecklich. Also, ich kann nur sagen, Finger weg von dem Spiel. Worst case game ever. Wie gesagt, da für die Kohle kauft euch lieber irgendwas aus dem Steam Sale oder so. Guck mal, hier Typ mit der Brille, der durch mein Auto läuft. Super. Da fällt mir einfach nichts mehr ein. So, ich würde sagen, wir beenden hier das Spiel mal. Und gucken uns mal die Credits an. Weil ist ja vorbei. Also, fürs Programmieren ist Carlos Agra, Martin Bustos und Victorio Eguizieza zuständig. Klingt so, als wären es Spanier. Ich habe ja nichts gegen Spanier, aber schaut mal her. Also, Herr Jorge Sanchez war Production. Herr Jorge Sanchez war Testing. Herr Jorge Sanchez hat Game Design und Level Design gemacht. Es ist ja schon der absolute. Das ist so lächerlich, das hier hinzuschreiben. Dann der Jakob hat auch getestet und auch Level Design gemacht und das Game Design. Und was hat denn der Sanchez gemacht? Production, das weiß selbst keiner. Art and Painting. Also der Odin Fernandez, Respekt, ich glaube, der kriegt nie wieder einen Job. Sound Composer, der Roman. Ja, Romane. Auch von dir ein katastrophaler Job. Sound ist grottenschlecht in dem Spiel. Aber ich glaube, die haben sich einfach gedacht, so, fuck you. Wenn die anderen sich schon keine Mühe geben, warum sollte ich dann? Und von UIG haben sie auch noch Geld dafür bekommen. Also wie doof muss man sein, ja? A, der Publisher. B, die Leute. Ich würde zu gerne wissen, was die Leute in Spanien dazu sagen. Ja, also die Leute, die kennen oder die wirklich was mit Spielen zu tun haben. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die überhaupt jemals wieder einen Job bekommen in dieser Spielindustrie. Und wenn sie die bekommen sollten, diese Chance, ja? Dann sollen sie bitte dafür in der Hölle schmoren. Ja, bis zu ihrem Lebensende. Keine Ahnung. Kann ich nicht nachvollziehen. Das war's. Mein Resümee zu diesem Spiel. Im Hintergrund hört man noch immer dieses schöne Summen vom Motor. Danke, Herr Sounddesigner, dass wir in den Menüs auch dieses tolle Geräusch hören dürfen. Super gelöst. Richtig fun. Ja, absolut geil. Immer dieses im Hintergrund. Also Sounddesign, das war schon. Ich will mich nicht weiter drüber aufregen. Sound Composer oder Programmierer, Production, was auch immer. Auch die Test. Nein, hör jetzt auf, Ralf, jetzt reicht's. Das ist ein Scheißspiel. Punkt. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Finde ich schon mal auf jeden Fall geil. Und ich muss auch wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses kleine Projekt so einen Zuspruch bekommt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es einfach A, ziemlich kacke ist. Und B, Leute auch mal gerne sehen, wie ich mich aufrege, dass mir das öfteren passiert. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich glaube, es sind 10 Folgen geworden, wenn ich mich nicht täusche. Mehr ist da nicht drin. Mehr kann ich und will ich euch gar nicht zeigen, weil es einfach irgendwann auch reicht. Es ist einfach vorbei. Und damit möchte ich jetzt dieses Spiel begraben. Nie wieder. Ich werde es auch gleich deinstallieren. Das wird nicht mehr Speicherplatz auf meiner Festplatte verbrauchen. In diesem Sinne bedanke ich mich. Scheißspiel. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, und hinterlasst mir bitte Kommentare. Ciao.